uns geht's einfach super. Alles Bestens. Zu dieser Sendung haben Sie geschrieben, ich hätte jetzt auch einen neuen Kanal, aber sicherlich keine neue Meinung. Getroffen. Ich habe heute in der Tagesschau habe ich in den Bundestag hineingeschaut. Also ob die da was sagen oder meint, ist völlig wurscht. Ich habe nur gehört. Das war heute richtig fabelhaft. Also ein FDP-Angehöriger, vormals ein abgeordneter Vorsitzender, nicht? Der hat in einem Juweliergeschäft eingebrochen. Und das kann man natürlich nicht glauben, ne? Weil sofort kommt der Denkmal, aha, ich meine, dass die FDP irgendwann mal einbricht, das wussten wir aber dann. Vor Jahrzehnten hat man schon gesagt, die Russen kommen und jetzt sind sie da. Allerdings anders gemessen, ne? Also nicht nach Panzern und Menschen, sondern nach Becquerel. Bis zum Frühjahr noch, da ging da so ein Rauschen durch das bayerische Land. So. Das war das Fraxhaus. Wie der durchs Leben geht, ne? Wenn ich das lese, was der für Mädchen, überall Mädchen, der geht ja nur so noch durchs Leben. Also habe ich in Bayern gewählt, habe ich den Sieger. In Bayern wählt man ja nicht, in Bayern sagt man ja. Das ist das, was mich an die DDR so erinnert. Und das ist nun wirklich, also richtig ungeniert frech. Aber daran kann man fast sehen, dass das live war hier. Das muss man schon sehen. Oder ist ja alles in den Sender gegangen. Feiert, macht nichts. In 20 Minuten ist Fußball. Das Beste aus Scheibenwischer von und mit Dieter Hildebrandt. Jetzt auf 3 DVDs.